Ich habe aber gerade ein anderes Problem. Dein EMC-Farm ist mal wieder broken. Ja, Ich glaube, das Problem, warum es laggt, hätten wir jetzt mal geklärt. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Legends. Und ich bin endlich mal wieder nicht alleine. Und denn nach dieser überproduktiven Folge vom letzten Mal ist der Captain mit dabei. Richtig. Und ich bin heute hauptsächlich in Planung, meinen Keller etwas umzubauen, beziehungsweise was in den Keller reinzubauen und Mist. Es regnet und man kann nicht schlafen, das ist ganz toll. Und oh, hi. Was machst du schon hier? Wie findest du eigentlich meine tolle Batterienkonstruktion? Ja, habe ich mir schon etwas genauer angeguckt. Apropos, wie voll ist die denn jetzt eigentlich schon? Oh, cool, halb voll. Die hier ist bei 100%. Ja, ich weiß schon, weil der Strom, der hier reingeht, wird sofort in die andere weitergeleitet. Dafür habe ich ja hier die ganzen Kabel. Ja, gut. Also das ist quasi hier nur der Sekundärspeicher. Der eigentliche Speicher ist die hier und falls der voll läuft, habe ich hier noch eine Zweitkapazität, aber angezapft wird nur von da. Ja, und falls ihr dich interessiert, bist du noch da? Ja. Vorne. Ich sehe dich gar nicht mehr. Hier. Vor dir. Unter dir. Auf einer Höhe. Hä? Oh, hi. Falls dich interessiert, ich habe ja 5 Stunden das letzte Mal am Haus rumgetüftelt. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist da unten die Garage. Ja, aber ich finde dein Haus auch sehr schön eigentlich. Ja, man sieht sich auf der Map. Also ich habe die Garage, das Treppenhaus hier unten geschafft und die Küchenzeile eingerichtet. Und weißt du, was das absolut Geilste an dieser Küche ist? Du kommst nicht drauf. Was glaubst du passiert, wenn du hier raufklickst? Auf dieses komische Ding da. Ja, ich kenne das schon. Achso, ja, das ist nämlich eigentlich ein Query-Fixer. Und das kommt einfach oben in den Carpenter-Safe rein. Echt? Ja, das ist voll genial. Ich habe nämlich hier dann gedacht, Küchenschrank, warte mal. Ich bestell mal kurz... ich bestell mal ganz kurz was. Und zwar... leckt's gerade irgendwie. Ja, jetzt ist aber vorbei. Ich bestell mal hier oben ein Stack Dirt, okay? Du hast nicht ernsthaft 4 Millionen... Nein, das sind nur 400.000 Cobblestone. Es sind 0 Millionen 4K. Da. Ja. Na, und jetzt, wenn du hier oben reinschaust, ist ein Stack Dirt drinnen. Das funktioniert aber nur, wenn er auf Public gestellt ist. Kannst du ja auch mal bei mir zeigen. Boah, du bist irgendwie viel schneller. Ja, ich bin auch in meinem Haus vorbeigeflogen. Das ist nur eine Art Grundstruktur bis jetzt. Aber immerhin sieht man dein Haus auf der dünnen Mappe im Gegensatz zu meinem. Bei mir sieht man nur einen Fußboden, leider. Du bist ja schon fast da. So, also ich habe jetzt übrigens nachgeguckt. Wir kommen, wenn wir bei 408 die U-Bahn planen, kommen wir genau hier vorne raus. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das noch in einem Keller liegt. Aber wir können theoretisch auch noch 10 Richtung dein Haus gehen und 10 von meinem weg. Kurz, wie weit es entfernt liegt. Ich meine, ich kann auch einen Weg hier hinbauen, also ist kein Problem. Ja, ist ja auch wurscht eigentlich. Bis hier. Gut, dann würde ich sagen, einigen uns auf 418. Dann geht es 10 Blöcke von deinem Haus raus und 10 Blöcke von meinem. Spontane Idee, hast du eine Mining Turtle? Ja, ich habe aber gerade ein anderes Problem. Dein EMC-Farm ist mal wieder broken. Ja, ich glaube, das Problem, warum es laggt, hätten wir jetzt mal geklärt. Das war bis jetzt noch kein Mal so. Ja, man kann doch nicht mal mehr hochfliegen, wenn man da hinschaut. Also ich, bei mir laggt das nicht so, wenn ich da hinschaue. Ah, ups. Ne, ist okay, ist okay. Na gut, ich habe jetzt eine Wooden Pipe hier mal schnell gekillt. Ja.
Also entweder müsstest du schneller absaugen. Ich hab eine gute Idee. Ich baue die Idee ab, also das ist mir eh ein bisschen zu hardcore. Ich habe meine auch schon deaktiviert, weil ich mir sage, ich brauche sie gar nicht mehr. Ich brauche auch keine Sachen mehr. Also ich bin halt auch eher so der Typ, der sich denkt, ja, es ist irgendwie cooler, wenn du es eigentlich mit der Query machst, finde ich. Hatte ich auch diese Folge vor, die wieder aufzustellen. Und ich habe vor, diese Rüstung loszuwerden. Hast du eigentlich eine Erze-Verfünffachung? Vervierfachung? Ich habe eine Verdoppelung. Über Industrial Craft? Ja. Das ist mit das Ineffizienteste, was geht. Ich weiß. Und warst du eigentlich in diesem Tank rein? Ich wollte da noch mein Coke Oven dran anschließen. Echt? So ein Tank für Creosote? Du bist ja gut. Das kriegst du ja nie voll. Na gut, also dein Barrel-System sieht fast ein bisschen ordentlich aus als meins. Andererseits, es ist ja eigentlich eh wurscht, weil die Barrels juckt eh keine Sau. Sag ich jetzt mal. Wofür hast du da oben überhaupt einen Kompressor? Den hab ich da angestellt, weil ich da Strom habe. Oh. Ach gut, das ergibt Sinn. Ich hol mal kurz Lava. Und dann Feuerzeug. Würde ich auch empfehlen. Gut, dann gehe ich wieder heim. Und dann machen wir hier irgendwie. Auf welcher Höhe machen wir denn die Bahn? Boah, keine Ahnung. Ich schaue jetzt mal, auf welcher Höhe meine Garage ist. Ja. Also die ist relativ ebenerdig sogar. Wenn, dann hätte ich gesagt zu 50, weil ich meine, wir haben keine wirklichen Flüsse dazwischen, wo wir großartig Tiefgang brauchen. Der tiefste wäre hier. Sind wir 18? Also 50, wenn wir machen, reicht das leicht. Ja, dann machen wir 50. Also Höhe 50. Und wenn du das Tunnelprogramm machst, er muss bis Koordinate 70 kommen. Also von dir, deine Koordinate, die... Oh Gott, wie ist denn das? Deine X-Koordinate minus 70. So viel muss die dann tunneln. Ungefähr 450. Ja, ich glaube schon ein bisschen weniger sogar. Ich habe übrigens einen Spinnenspawn unterm Haus. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, das ist mir auch. Ist mir erst letztens aufgefallen. Hast du ein Bett bei dir? Ja. Oh, das wäre ganz toll, wenn du da schlafen könntest, weil dann ist endlich dieser blöde Regen weg. Ja. Der ist schon hardcore nervig. Gut, wir haben schon 15 Minuten mit Nichtstun verplempert. Wir sind echt genial. Ja. Und für alle, die sich jetzt übrigens auch noch wundern, warum ich woanders gerespawnt bin, als ich das letzte Mal mich ausgeloggt habe. Obwohl ich immer damit angebe, dass ich der Einzige bin, der immer aufnimmt, wenn er hier ist. Ich habe ein paar Screenshots gemacht für die Thumbnails, die seit neuestem wiederkommen. Die Hälfte ist gerade despawned. Ja klar, ist er 5 Minuten geladen. Gerade wo ich es abfackeln wollte. Schön. Gut. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte mit einem tollen Mod anfangen, der gar nicht mehr so toll ist. Und dafür gehe ich in meine Küche. Denn da stehen meine ganzen Workbenches, mit denen ich craften kann. So, denn wir brauchen, wir machen jetzt den wunderbaren Mod Forestry. Ich freue mich as fuck. Wollte ich tatsächlich auch noch anfangen. Was wolltest du denn bei Forestry machen? Das habe ich noch nicht fest geplant, aber ich wollte ihn auf jeden Fall mal durchspielen. Durchspielen kannst du an sich gar nicht, weil wir die Extra Bees gar nicht drauf haben. Dann anspielen. So, wir brauchen... Was brauchten wir denn nochmal? Wir brauchten einen... Ruckel, danke. Ruckel für nichts, Ruckel. Wir brauchen auf jeden Fall einen Thermomic Fabricator. Den weiß ich noch auswendig, dass wir brauchen. Dafür brauchen wir Bronze, Glas und eine Kiste. Gut, das sollten wir da haben. Wieso habe ich gerade 71 Sprucewood bestellt? Wieso genau 71?
Wie kommt mein Spiel auf diese Zahl? Jetzt ohne Witz. Wie lange sollen wir denn die einzelnen Folgen machen? Ich habe in letzter Zeit, also dadurch, dass ich ja hier wieder Hintergrundmusik drin habe, kann ich da kein Zeitraffer reinschneiden. Und deswegen habe ich da persönlich immer Halbstunden gemacht. Im Normalfall. Ja, okay, dann machen wir das. Hab ich kein Problem. Es hat zwar irgendwie niemand den Nerv, sich so eine lange Folge anzuschauen, aber das ist mir relativ Wumpe. So, Copper braucht mal ein bisschen was, ein Stack bitte, danke. Und dann, Tin braucht. Alter, ich hab einfach mal mehr Zinn als Eisen. Durch Engineer's Toolbox. Mehr Tin als Eisen. Ich habe ja. Tin. Ja, ich auch. 5000. Ich hab 25.000. Nee, ich brauch nicht so viel. Ja, ich habe irgendwie 20 Queries gefühlt schon aufgestellt gehabt. Ich werde mir jetzt auch versuchen, nichts mehr mit diesem Table herzustellen. Oh, würde ich lassen. Also für die Zeta Industry Batterie ist dieser Table Gold wert. Ja. Weil die halt alle EMC haben, sag ich jetzt mal. Ja, ich meine so in Mengen herzustellen. Ich habe mir jetzt, denke ich mal, so eine Grundbasis aufgebaut. Was hier. Ist denn Gold? Ja klar, werde ich jetzt nicht irgendwie auf einmal Steine schmelzen oder so. Das einzige Problem, was ich noch habe, ich bringe irgendwie eine Art von Goldfarm. Weil Gold ist wirklich zusammen mit Shiny und Nickel das, was ich am wenigsten habe, nämlich unter 1000. Das ist echt abnormal. Ich habe einfach mal mehr Diamanten als Gold. Das Problem habe ich jetzt noch nicht. Was? Du hast eine EMC-Farm gehabt. Ja. So, ich habe jetzt einen Thermomic Fabricator. Gut. Ich habe 1000 Gold. Den muss ich jetzt irgendwo hinstellen. Oh Gott. Sag mal, weißt du, ob man mit Buildcraft-Kabeln irgendwie die an- und ausschalten kann? Boah. Ja, ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest. Oh, das wäre natürlich ätzend, weil du müsstest ich nämlich jedes Mal diesen wilden Thermomic Fabricator einstecken und ausschalten. Das ist natürlich blöd. Ich weiß, dass ich es bei Feed the Beast Light mal so gelöst habe, dass ich da von den Industrial Craft ein Schalterkabel zwischengeschalten habe, mit dem ich dann die Electrical Engines Power, also ein- und ausschalten habe, die das Ding gepowert haben. Das heißt, warte mal, ich probiere jetzt einfach mal, was passiert denn, wenn ich da einen Lever dran anschließe. Das wäre jetzt das Logischste, wie man das Ding ausschalten kann. Boah, ich bin jetzt hier fünfmal hoch und runter geflogen und hab immer dasselbe vergessen. Ja, immer was anderes wieder mitgenommen. Na, herzlichen Glühstumpf dazu. Naja, und ich habe vielleicht in der Konfi ein bisschen geflunkert, als ich gesagt habe, ich habe 5 Stunden ausschließlich am Hausbau gesessen. Ich habe auch eine Küche gemacht, in die ich 8 Öfen reingebaut habe. Voll viel Technik, Mist. Oh ja. So, ihr seht nämlich gleich, was ein ziemliches Problem ist. Nämlich, wenn ich den jetzt hier anschließe, hat der hier eine fucking permanente Stromversorgung. Glaube ich zumindest. Und das Problem daran ist, ich will nicht die ganze Zeit, dass der Strom verbraucht. Weil der hat quasi keinen Standby-Modus wie die hier, wo sie einfach keine Energie verbrauchen, sondern der verbraucht grundsätzlich immer, wie man hier sieht. Okay. Deswegen probiert mal, was jetzt passiert. Oh, yes, das geht! Man kann ihn mit Redstone ausschalten. Das ist ja perfekt. Ich werde mir noch eine Solarpanel-Fabrik machen. Also die Solarpanels von Industrial Craft. Aber nicht über EMC, oder? Oder doch? Ne, ich werde mir die über Union Matter machen. Ganz altmodisch.
Aber produktiv. So, jetzt ist natürlich die andere Frage. Also, wenn ich jetzt mal annehme, ich werde dann noch das den hier machen, dann brauche ich noch einen Carpenter. Gut, den Carpenter muss ich auch noch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Macht man den überhaupt? Ah, da brauche ich noch mal ein bisschen Bronze für. Okay, das ist jetzt nicht das Problem. Habe ich eh noch alles da. Gut. Ach Mist, jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Ich wollte mir unbedingt noch von dem Ressource-Pack, das ich bei Glemly habe, noch Dingens holen. Den Carpenter muss ich auch ausschalten, ne? Puh, das wollte ich auch noch unbedingt machen. Nein, 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 nein. Das ist natürlich ungünstig. Ich habe nämlich jetzt wieder mal vergessen, das heißt wieder mal, immer noch vergessen, mir endlich die Texturen für Engineer's Toolbox zu holen. Es gibt nämlich welche von Faithful beziehungsweise von Zoatex, die ich ganz gerne hätte. Okay. Und ja. Und dann brauche ich, glaube ich, noch Wasser für, ne? So. Ein Eimer Wasser. Haben wir irgendwo noch Eimer? Ich glaube nicht. Und dann craften wir uns mal einen. Warte, ich glaube, wir haben noch ungefähr zwei Stacks Eimer rumliegen irgendwo. So. 50 hatten wir gesagt, ne? Warte, geht's noch von meinem Problem? One hier los. Meine Wasserfarm funktioniert irgendwie nicht. Also jetzt funktioniert sie irgendwie wieder, aber sie hat gerade eben nicht mehr funktioniert. Turtle wird nicht durchlaufen. Bitte was? Die Mining Turtle wird nicht durchlaufen. Wegen Chunkloader-Problemen? Ja. Warte mal, ich habe hier einen Chunkloader rumstehen. Ich stelle mal eben auf Ich habe ihn Max-Level. auch auf So auf 80 10 gesetzt. Chunks. Ich glaube, das passt dann. Ich glaube, da komme ich zu dir. Show Lasers. Also ich krieg 100. Schau mal da, wo. Siehst du meine Laser überhaupt? Nee. Aber ich sehe von meiner Position gerade aus dich, bis wo mein Laser geht. Du Ja, das stehst war ja gerade noch in dem passend. Bereich von deinem Laser, oder? Ja. Ja, beweg dich mal bitte nicht. Okay. Geh mal an den Rand von deinem Laser. Der geht genau bis zu dem Belfi. Cool, ich sehe meinen jetzt gerade schon gar nicht mehr. Ich hab was gemerkt, bis wo meiner geht. Ja, meiner geht in was von meinem Haus 160 Blöcke weit. Ich soll schon hinhauen. Ich habe jetzt erstmal 400 Blöcke eingestellt. Ja, sollte passen. Die kriegt das schon gebacken. Aber warte, ich sollte den vielleicht einfach nur auf Hide Lasers gehen. Schlafen wieder? Wir sollten echt. Also, ich sollte mein Haus immer so weit fertig kriegen, dass ich unabhängig von der Nacht bin und nicht die ganze Zeit pennen muss. Ja, bin ich auch im Moment bei. Mit einem MFE gehen noch die normalen Maschinen noch, oder? Nein, er hat schon Medium Voltage. Also muss ich Medium Dingsbums. MV. Nee, du brauchst dann ein LV Dingens. Ja, ich weiß, was gemeint ist. Du brauchst ein LV Transformer, um Zu Geräte dran zu normalen schließen, aber kein MV Transformer.
Der Rotary braucht gar keinen, ne? Doch, die brauchen alle einen, nur der Induction Furnace geht über Dingens. Okay. So, und Dingens wieder sofort ausschalten. Gut, dann habe ich zumindest schon mal, dann habe ich zumindest schon mal mein Circuit hier, das ich dann anschließend nur noch konfigurieren muss, wie ich es denn gerne hätte. Und dafür brauche ich noch, ich wusste übrigens gar nicht, dass man von Forestry aus, die machen ja die Electrical Engines, ne, weißt du ja. Und wusstest du, dass man die konfigurieren kann, die ungefähr 8-mal so viel Strom produzieren? Nein. Du kannst die upgraden. Das wusste ich auch lange Zeit nicht. Das habe ich nur noch Zufall herausgefunden, sag ich jetzt mal. Und das geht mit demselben Ding, mit dem ich... Braucht das Rezept auch Wasser? Wäre lustig. Es geht um was mit demselben Rezept, wie mit dem ich meine Farm machen muss. Also, erstmal wieder enablen und... Also, ich sollte vielleicht noch ein Ding reinstellen. Und da muss ich mir nur schlau lesen, was dann jetzt nochmal was braucht. So. Danke, Strom wieder ausstellen. So, jetzt habe ich auch mein Soldering Iron. Und mit dem kann ich dann dieses Ding hier umgurken. So. Ist natürlich die andere Frage. Aus was findest du, soll ich denn meine Farm an sich bauen? Das ist nämlich ein Multiblock. Ein Block oder was? Ja, ja, genau. Aus was soll ich ihn am besten bauen? Ich hätte jetzt fast vorgeschlagen, wir machen den aus Quarz. Oder Basalt. Es geht nicht. Es geht nur Stone Bricks, normale Bricks, Sandstein, Nether Bricks oder Quarz. Da finde ich Quarz am coolsten. Ja. Und ich brauche genau 100 davon. Und wenn ich das anschaue, brauche ich, das heißt 100 Quarzblöcke. Heißt, wenn ich jetzt hier mal Quarz hole, das sind 64 Quarzblöcke. Dann mache ich noch 36, damit ich auf 100 komme. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 12, 16. Ich muss auch, fällt mir gerade auf, noch eine Query definitiv noch im Nether aufstellen. Ich muss noch Railcraft einiges an Zeug machen. Also... Ich hab noch viel vor, glaube ich. So. Gut, das heißt dann jetzt noch zusätzlich brauche ich 100 von diesen Tin Electron Cubes. Gut, das heißt, ich brauche 5 mal 20 sind insgesamt 100 Tin. Tin, sagen wir mal 100, dankeschön. Und dann brauche ich noch Copper, brauche ich dann noch mal 200. Heilige Scheiße, 200 Copper, das ist aber viel. Ja, ist doch wahr. Successfully bestellt, so eine Copper Ore. Genau, und dann brauche ich noch 40 Redstone. Ich habe sogar, was, ich habe nur 6000 Redstone und 15.000 Eisen. Ich würde sagen, das ist definitiv Balance. So, Special Redstone. Dann nehmen wir das jetzt mal alles schnell mit. So. T
dann in den Tonomic Fabricator. Wie viel Zinn habe ich gesagt, brauche ich? 100, ne? Wovon? Zinn. Boah, Zinn. Ne, 200, oder? Oder ist Copper? Das war Copper. Zinn hat sie nicht gesagt, meine ich. Der ging das jetzt nicht so. Und wie viele Minuten sind wir denn? Bei 31. Hört sich der gut an. Sollen wir dann hier mal so einen Cut machen? Könnte man. Gut. Dann machen wir das auch. Ich mache aber die Cuts einfach so. Das heißt, ich habe eigentlich normalerweise keine spezielle Verabschiedung da drin. Ja, dann mache ich das einfach mal. Dann war es das von der Folge. Morgen kommt die nächste. Und guckt natürlich auch Berichte von Geli vorbei. Ciao, Leute. Achso, ja, tschüss. What? Ah, lol! Das war nicht genug Redstone? Ich habe mir zu wenig Redstone bestellt. Dann mache ich mal kurz die neue, ne? Ach Gott, du stoppst dann auch noch die Aufnahme und so. Ja. Ach Gott, mein Beileid. Servus, meine Freunde, und willkommen zu der neuen Folge Legends hier. Wieder mit Richard von Gedi. Ach so, hallo. Wir machen hier weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. 20. Ja. Check. Ich glaube, das Haus baue ich irgendwann mal in der Timelapse komplett fertig. Boah, das sind ja fast schon Geli-Methoden hier. Boah. Das so, Farmblöcke. So viel ausprobieren einfach. Ja, weiß nicht. Ich habe noch kein festes Bild im Kopf. Ach, hier habe ich meine Quarzblöcke hingestellt. Dann so, dann hier rum ist. Das hier wird dann mein riesiger Bereich. Für die ganzen Sachen, Industrial Craft. Leider ist hier noch das alte Industrial Craft drauf. Das heißt hier leider, das ist eh viel besser. Und ich würde das neue gerne mal durchspielen. Nein, das willst du ohne ME-System definitiv nicht durchspielen. Dafür brauchst du wirklich ein ME-System, wo du deine ganzen Scheißrezepte autocraften kannst. Haben wir noch hier auch. Aber hier kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es Crafting-Pipes gibt, aber ich habe mir, wie gesagt, ich habe noch kein einziges Tutorial zu Logistik-Pipes mir angetan. So, mein Stack Farmblöcke habe ich. Nietzsche. Dann brauche ich jetzt noch eine Farm Gearbox. Das mache ich aus 3 Zim Gears. Die mache ich. Ja cool, ich kann doch die alten Gears, die ich noch kenne, kann ich machen. So, brauche ich noch für andere Sachen Gears. 5 Gears. Gut, 5 Gears brauche ich. Oder war das? Ich brauche 6 Gears, cool. Dann brauche ich Steinzahnrädels. Ich finde die Forestry-Zahnräder irgendwie viel cooler als die Billcraft-Zahnräder. Und einfach mit dem Eisen, also mit dem Tin in der Mitte und Eisen drumherum oder wie das geht. Okay. Ich finde das irgendwie cooler, wenn ich die immer so hoch leveln muss. Oh Gott, ich brauche kein Eisengear, ich brauche ein Tin-Gear, verdammte Axt. Ich würde mal echt gern wissen, wo ich manchmal meinen Kopf habe. So. Und dann. Hallo, Project Table, please don't lag, danke. Cool. Gears, dann machen wir eine Gearbox. Warte, das war falsch, das machst du so. Das ist unser Stromanschluss für die Farm. Dann brauchen wir noch eine Trapdoor. Ich wusste übrigens gar nicht, dass Falltür auf Englisch wirklich Trapdoor heißt. Ich meine, das ist ja quasi die wortwörtliche Übersetzung, ne? Ja.
kann man sich eigentlich nicht so richtig vorstellen. Dann noch eine Valve. Und dazu brauche ich noch zwei Glas. Und jetzt ist die Farm an sich sogar schon quasi fertig. Einzige, kannst du auch schnell schlafen gehen? Ja. Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist in Forestry Wikipedia nachgucken.